Veränderungskultur. Da fällt mir spontan ein, nichts ändert sich, außer wir ändern uns. Willst du die Welt verändern, fang bei dir an. Und das erlebe ich immer in der täglichen Praxis, wenn ich in die Firmen hier reinkomme. Erst müssen die anderen sich verändern, dann fange ich mal an. Aber völlig falsch. Wir haben viel mehr Macht und auch Möglichkeiten, als Mut es tagtäglich auch anzuwenden. Und das finden Sie in allen Hierarchiestufen und in allen Positionen, die da sind. Ob das Veränderungsmanagement ist, Verbesserungsmanagement, sehe ich die Fehler, stelle ich den Stuhl nach links, nach rechts, damit ich da 2 Minuten spare. Hier sind wir gefordert, Veränderungen vorzunehmen. Das müssen nicht die großen Veränderungen sein, die gleich zu einer Fusion führen. Aber genau da brauchen wir die Fähigkeiten, nämlich aufeinander zuzugehen und Veränderungen zu platzieren. Nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu praktizieren. Denn daran scheitert es oft. Marketing ist ein Thema. Ist das noch marktgerecht? Passt mein Marketing noch zu dem, wie es momentan gefordert wird? Wie innovativ ist meine Abteilung? Und Veränderungen, dann die Menschen dann in diesem Veränderungsprozess zu begleiten, ist wieder eine Herausforderung für Führungskräfte. Nämlich durch das Tal der Tränen loszulassen, zum Experiment einzuleiten, damit neue Verhaltensweisen trainiert werden, ist genau das nächste Thema. Schauen Sie mal in den Bereich Bewerbungen an. Wer bewirbt sich? Wie sprechen? Wir haben vorhin das Thema Generation Y schon mal gehört. Worauf fahren die ab? Denen ist schon wichtig, wie ist meine persönliche Entwicklung? Wie werde ich persönlich begleitet? Wie innovativ ist das Unternehmen? Gibt's das Unternehmen auch noch in den nächsten 15 Jahren? Wie ist meine Karriere da drin? Kann ich da Fortschritte machen? Die haben einen anderen Anspruch auch an Freizeit, möchten einfach auch ein ausgewogenes Leben führen und möchten auch alle Bereiche in der Balance haben. Ganz spannend ist auch dabei, und das ist ein Zitat von Mahatma Gandhi, was ich immer sehr gerne in meinen Seminaren mit reinnehme. Und er sagte, und es war übrigens auch die Überschrift in meiner persönlichen Entwicklung immer wieder, wenn du etwas 2 Jahre in deinem Leben gemacht hast, betrachte es sehr, sehr sorgfältig. Wenn du etwas 5 Jahre gemacht hast, betrachte es kritisch. Und wenn du etwas 10 Jahre gemacht hast, mach es ganz anders. Es passt nicht mehr zu dir und auch nicht mehr in die Welt. Das, was mir gestern wichtig ist, kann mir heute sowas von unwichtig sein. Aber die meisten Menschen laufen noch genau diesen Bedürfnisbefriedigungen nach und wundern sich, warum sie einfach nicht mehr ausgeglichen sind. Und es gilt, sich immer wieder mal neu zu erfinden. Und das sind auch Coaching-Inhalte. Und genau dieses Neuerfinden ist aber auch für Firmen wichtig zu schauen. Woran sollen die Menschen draußen denken, wenn unser Name fällt? Wofür stehen wir eigentlich? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Das sind Themen, mit denen sich gilt, regelmäßig auseinanderzusetzen, um zeitgemäß zu sein.